Wenn du den Timer haben möchtest, betätigt man die untere Taste. Etwas länger. Dann wird alles auf 0 gestellt. Jetzt kann man innerhalb von 10 Sekunden eine Zeit einstellen. Machen wir mal ein bisschen weniger und starten das. Jetzt wird der Zeiger zurückgehen, bis er auf 0 kommt. Und sobald er auf 0 kommt, wird ein Alarm ausgegeben. Eigentlich wie eine Eieruhr. Genau. Und stellt wieder die ursprüngliche Zeit ein.